Herr Jung, das Seminar Security Incident Handling Training für OT-Systeme findet in der AIT Cyber Range statt. Was ist denn so eine Cyber Range? Mit der IT Cyber Range lässt sich eine technische Infrastruktur realitätsnah nachbauen. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Arten von Servern, dazu gehört Netzwerkkomponenten wie Router oder Firewalls, aber natürlich auch dann die OT-Systeme wie zum Beispiel Steuerung von Kühlsystemen oder auch Energieanlagen, die sich dort simulieren lassen. Den Teilnehmern wird dadurch ermöglicht, auf einer realitätsnahen Umgebung verschiedene Angriffsszenarien zu simulieren und zu üben. Diese Übungen sind eben in realen Systemen nicht möglich, weil sie einerseits den Betrieb stören würden oder sogar verschiedene Komponenten auch beschädigen könnten. Internetangriffe können ja auf ganz viele unterschiedliche Arten passieren. Wie können Sie denn in Ihrem Training dieses breite Bedrohungsspektrum abdecken? Wir werden uns am ersten Tag mit verschiedenen Bedrohungsszenarien beschäftigen. Der Schwerpunkt des Seminars liegt aber auf den verschiedenen Werkzeugen, Prozessen und Methoden, mit denen man einerseits Angriffe erkennen kann, zum anderen aber auch Angriffe beseitigen kann, beziehungsweise deren Auswirkungen beseitigen kann. Dazu gehören Themen wie Security Operations Center, das eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Angriffen spielt, aber auch Intrusion Detection Systeme oder Security Incident und Event Management Lösungen, die für verschiedenste Arten von Angriffen eingesetzt werden können. Welche Möglichkeit gibt es denn für die Seminarteilnehmerinnen und Teilnehmer, konkret auf Bedrohungsszenarien in ihrem Unternehmen einzugehen? Am ersten Tag, der eher theoretisch gehalten ist, können wir verschiedene Arten von Bedrohungsszenarien diskutieren. Die Teilnehmer haben dort auch die Möglichkeit, spezifische Szenarien einzubringen. Am zweiten Tag liegt der Schwerpunkt auf der Übung in der Cyber Range. Hier haben wir eine vordefinierte Infrastruktur mit vorgegebenen Bedrohungsszenarien. Welche Szenarien das genau sind, das kann ich derzeit noch nicht verraten, denn das sollen die Teilnehmer selbst herausfinden. Vielen Dank für das Interview. Gerne.